bisschen frische Luft reinlassen und natürlich auch die Sonne, herrlich so früh am Morgen. Ich mag die Luft ganz gerne. Könnte man auch eigentlich spazieren gehen, aber deswegen bin ich nicht hier oben, sondern ich wollte ein paar Bücher mit nach unten nehmen. Ich habe hier unterschiedliche Betriebsanleitungen und Ersatzteillisten von Lanz aus unterschiedlichen Jahren und ich wollte mal was nachsehen. Ja, hier. Ja, das meine ich. Ich habe hier eine Ersatzteilliste jetzt vom 1220, die ist von 1935 und dann sehen wir unten drunter, taucht der Begriff 20 PS Verkehrsbulldog auf. Ähnliche Ersatzteillisten gab es auch für die 10 Liter Bulldogs aus dem Jahr und dann habe ich hier eine Ersatzteilliste von 1936, also ein bisschen später als jetzt die Ersatzteilliste, die ich hier gerade eben hatte. Und 1936 war sowieso ein entscheidendes Jahr für die Firma Lanz. Es war vieles im Umbruch. Auch die Darstellung der Fahrzeuge, also beispielsweise Steigrohr etc. Ich habe dazu schon mal ein Video gemacht, verlinke ich euch gerne in der Videobeschreibung. Und Ende 1936 hier im November, da sehen wir, dann taucht neben dem Verkehrsbulldog auch ein Begriff auf und das ist der Eilbulldog. Und wenn wir jetzt mal schauen, nicht mal ein Jahr später, ähnliche Ersatzteilliste, dann ist aus dem 30 PS 35 PS geworden und aus den 38 PS auf einmal 45 PS. Und auch da steht natürlich neben dem Verkehrsbulldog auch wieder der Begriff Eilbulldog. Und zu den Ersatzteillisten gab es natürlich auch Betriebsanleitungen, wie beispielsweise hier. Die Betriebsanleitung ist von 1937, da steht dann Eilbulldog an erster Stelle, Verkehrsbulldog, Ackerluftbulldog aller PS-Klassen, die Betriebsanleitung, nämlich von 25 bis 55 PS. Es gab aber auch Betriebsanleitungen, da tauchte der Eilbulldog gar nicht auf, aus gleichem oder herausgegeben im gleichen Jahr. Und dann gab es wiederum Zusatzanleitungen, wie beispielsweise hier die Zusatzanleitung zur Betriebsanleitung für den 55 PS Eilbulldog, nämlich dem langen Eiler. Und dann ein wenig später, ab 1950, hören wir vom Eilbulldog im ersten Moment gar nichts mehr, sondern da steht nur noch der Verkehrsbulldog. Schon irgendwie komisch. Die Eilbulldogs. Hier habe ich eine Kopie von einem Prospekt. Ganz nett anzusehen. Die gab es auch in unterschiedlichen Ausführungen. Eigentlich ein Bulldog wie jeder andere auch, oder? Doch nicht. Was hat denn zur Mythenbildung der Lanz Eilbulldogs letztendlich beigetragen? Solange wie ich mich mit dem Thema auch beschäftige, ist das immer so ein bisschen ja, legendenumwoben gewesen, was diese Fahrzeuge letztendlich ausmacht. Heute möchte ich ganz gerne mit euch zusammen so ein bisschen auf den Grund gehen. Ich habe ein paar Punkte zusammengestellt und damit herzlich willkommen zu Kultraktor. Der Ursprung ist sicherlich die Geburtsstunde vom Lanz Bulldog an sich gewesen. Diese war 1921 auf der DLG in Leipzig. Der 12 PS Rohölschlepper wurde dort vorgestellt und relativ schnell war klar, das ist nicht nur ein Stationärmotor, der andere Maschinen antreiben konnte, sondern er konnte sich selbst auch antreiben. Das heißt, vom Gespannbulldog, welcher noch von Tieren gezogen werden musste, konnte er sich jetzt selbst bewegen. Und wenn er sich schon selbst bewegen kann, dann kann er ja auch Sachen mitnehmen, beispielsweise eine Dreschmaschine, die Geburtsstunde des Dreschgespanns. Und dann kam man schon drauf, naja, die Waren, die dann auf dem Bauernhof auch hergestellt wurden, also nach dem Dreschen hatte man dann ja das Korn, wo sollte das jetzt hintransportiert werden, dann brauchte man schon Transportmöglichkeiten und so kam dann die Firma Lanz drauf, auch die unter Beweis zu stellen. 1924 machte man eine Leistungsfahrt von Mannheim aus über Hannover bis Berlin, 1100 Kilometer Tag und Nacht sind die gefahren, ohne Ausfall, das war natürlich ein Riesenqualitätsproblem Beweis für die Maschinen und so war der Verkehrsbulldog geboren. Die Leistungsfahrt, das war schon ein genialer Schachzug und eine Marketingmaßnahme von der Firma Lanz. Denn so hatte man auf einem Schlag nicht nur die Qualität bewiesen, sondern auch die Ausdauer von diesen Fahrzeugen. Und so bekam man dann auch sofort eine neue Zielgruppe, die man damit dann auch angesprochen hatte. Und da meine ich jetzt nicht nur die Bauern, sondern die ganzen Fuhrunternehmer, die das mitbekommen hatten, dass die Maschine zuverlässig
obwohl sie Tag und Nacht durchfuhr, dann auch am Bestimmungsort heile angekommen ist. Und so hatte man dann Fuhrunternehmer, aber auch Händler wie beispielsweise Baustoffhändler, Kohlenhändler und dann letztendlich auch die Schausteller, die sich für diese Verkehrsbullocks interessierten. Geschwindigkeit per Knopfdruck, sehr komfortabel, und letztendlich kommt es nicht nur beim Drehen auf die Geschwindigkeit an, sondern auch beim Transport, heute wie damals auch. Und letztendlich war es schon immer wichtig, schneller auch ans Ziel zu kommen, und das war damals auch der Wunsch der Kunden, und Lanz wusste das ganz genau, denn Lanz pflegte einen sehr, sehr engen Kundenkontakt, und so mussten sie auch weiter konstruieren, denn letztendlich reichte es nicht mehr aus wie beim 12 PS Lanz, eine Gummibereifung oder aber auch eine Kabitbeleuchtung, vielleicht auch noch ein Bauerndach zu haben, sondern die Fahrzeuge mussten einfach schneller werden. Und wenn ich dann in der Evolution der Bulldogs einfach mal schaue, dann denke ich sofort an den Großbulldog, den Verdampfer, den 2228. Ihn gab es auch als Verkehrsausführung. Wenn ich dann einmal vergleiche mit dem 12er, dann hatte er sicherlich das Bauerndach, die Gummibereifung und auch die Kabitbeleuchtung. Aber signifikant anders war das Getriebe, denn das Fahrzeug war nahezu doppelt so schnell wie eine vergleichbare Ackervariante. Ähnliches wurde dann auch bei den Kühler-Bulldogs mit umgesetzt, also beim 1530 oder auch beim 2238. Auch diese Fahrzeuge gab es als Verkehrsausführung. Nur war da natürlich schon die Entwicklung weitergegangen. Die Fahrzeuge sahen ganz anders aus als die Verdampfer-Bulldogs. Hatten sie schon komfortable automobilmäßige Kotflügel, die über die Hinterräder und Vorderräder gingen, um dann auch den Fahrer vor Spritzwasser zu schützen. Des Weiteren hatten sie eine komfortable Sitzbank und eine elektrische Lichtanlage, um dann auch in der Dämmerung oder auch nachts ausreichend Licht für den Fahrweg dann auch zu haben. Zudem gab es eine Benzinstarteinrichtung, dass das Starten der Fahrzeuge enorm erleichterte. Gefederte Vorderachse, natürlich klar. Und sie hatten auch ein nahezu schnelleres Getriebe, also doppelt so schnell als eine vergleichbare Ackervariante. Der 1530 in der Ackerausführung fährt knapp 7 Stundenkilometer und der 1530 in der Verkehrsausführung fuhr dann 15 bis 16 Stundenkilometer. Also das war schon enorm. Nichtsdestotrotz sollte die Entwicklung natürlich noch weiter gehen und auch die Geschwindigkeit sollte erhöht werden. Und erst als die Luftreifen immer mehr eingeführt wurden, konnte man höhere Geschwindigkeiten dann realisieren. Das heißt, die Fahrzeuge konnten schneller werden. Sie eilten von einem Ort zum anderen und dadurch war dann die Geburtsstunde des Begriffs Eilbullock oder auch Eiler. Es waren natürlich nicht nur die Luftreifen, die eine höhere Geschwindigkeit zuließen. Die Fahrzeuge mussten dann anders konstruiert werden. Was den Konstrukteuren noch mit in die Hände spielt, ist, dass die Straßenverhältnisse immer besser wurden. Man muss sich vorstellen, wenn dann Mitte der 1920er Jahre noch eine unebene Straße da war, ausschließlich Vollgummibereifung, da konnte die Maschine schon stark aufschaukeln. Das war nicht so komfortabel, obwohl sie eine gefederte Vorderachse hatte. Mit den Luftreifen wurde es besser, mit den Straßenverhältnissen natürlich auch. Und so konnte man dann eine höhere Geschwindigkeit in den Nachfolgegenerationen der Bulldogs auch konstruieren. Und so gab es dann neben der Verkehrsausführung dann auch die Eilbulldogs. Auch die hatten eine ganz bestimmte Besonderheit und eine Eigenart.
habe jetzt hier einmal die unterschiedlichen Radstände der Kühler Bulldogs aufgeschrieben, aufgezeichnet. Kühler Bulldogs, da meine ich jetzt ab dem 1530 bis zum D85, also der letzten Kühler Bulldog Entwicklung. Ich habe jetzt ausschließlich die 10 Liter Bulldogs genommen. Und was sind jetzt die Radstände? Und zwar von einer Achsmitte zur anderen Achsmitte. Wenn ich jetzt hier großes, kleines Rad nehme, also von der Mitte der Achsen, dieser Abstand, der ist damit gemeint. Und die habe ich hier einfach mal aufgezeichnet. Das sind die einzelnen Evolutionsstufen der Kühler Bulldogs 1530, 22, 38. Hat man gebaut von, ja, 1929 bis ungefähr, ja, 1935 vielleicht, maximal eher 34. Und dann gab es die 30 und 38er, die wurden gebaut von 1934 bis 1936. Und dann Ende 36, Anfang 37 gab es dann die letzte Evolutionsstufe, den D85, D95, D1506, also 35, 45 und 55 PS. Wer so ein bisschen mehr über die einzelnen Abkürzungen und auch die Darstellung der PS-Klassen erfahren will, ich habe dazu schon mal ein Video gemacht, verlinke ich euch gerne in der Videobeschreibung. Also hier 1937 schreibe ich hier mal hin. Und da sehen wir schon, hier fällt etwas auf, die in grün gehaltenen Radabstände, das sind die der Acker-Bulldogs und die in blau gehaltenen, das sind die der Verkehrs-Bulldogs. Starten wir mal hier bei dem 1530, 22, 38, hat der 1530 einen Achsabstand in der Acker-Ausführung von 1865 mm, der 22, 38 von 1964 mm, das heißt, die Achsen waren weiter auseinander. Wenn wir jetzt hier mal auf die Verkehrsausführung schauen, dann sehen wir, dass der Verkehrsbulldog vom 1530er 1864 mm hatte, aber der 2238 genauso. Das heißt, das Getriebe ist nahezu gleich, vielleicht ein bisschen andere Übersetzung. Und ihr seht schon, die Fahrzeuge selber waren in der Ackerausführung vom Radabstand unterschiedlich. Ähnliches sehen wir hier beim 30er und auch 38er. Da hatte der 30 PS einen Radabstand von 1977, also 1977 mm. Der 38er 2036 ist also noch ein bisschen länger geworden als jetzt noch der 2238. Was aber auffällt, dass beide wieder in der Verkehrsausführung 1940 mm hatten. Das heißt also auch da war es dann wieder ein kleinerer Achsabstand oder Radabstand, der dann die Verkehrsbulldogs auch vereinte. Ab der letzten Kühlerbaureihe fällt auf, dass der D85, der 35 PS Bulldog in der Ackerausführung einen Radabstand von 1975 mm hatte. Genauso die Verkehrs- oder auch Eilbullock-Ausführung. Die beiden Radabstände waren gleich. Und hier sehen wir auch beim D95, das ist der 45 PS Bullock, hatte in der Acker-Variante 2035 mm Radabstand und hier auch wieder die 1975. Das heißt, hier sehen wir, hier ist nochmal vereinfacht worden, war es hier beim 30er noch ein anderer Radabstand, nämlich 1977 zu 1940, so war es dann ab der letzten Kühlerbaureihe, dass der 35 PS Bulldog ein gleiches oder ein ähnliches Getriebe vom Radabstand hatte, wie jetzt auch die Verkehrsausführung. Da waren natürlich nur die Übersetzung von den einzelnen Zahnrädern schon unterschiedlich, um unterschiedliche Geschwindigkeiten dann auch zu erreichen. Und das ist natürlich eine Eigenart, die es so nur bei den Verkehrs- und auch Eilbulldogs gibt. Der Verschluss für den Kühler ist bei allen Varianten gleich, ob ich jetzt Ackerluft oder auch Eilbulldog habe. Letztendlich, sie teilen sich auch alle den gleichen Motor, nur konstruktiv, haben wir eben schon am Getriebe gesehen, ist es etwas anderes. Der Radstand ist anders als bei der Ackermaschine oder aber auch die Geschwindigkeit, das ist natürlich klar. Äußerlich sieht man auch Unterschiede, aufgrund der automobilmäßigen Kotflügel ist das Erscheinungsbild schon ein anderes und letztendlich sind es auch ganz andere Fahrzeuge, die für ganz andere Ansprüche auch konstruiert worden sind, denn der
Albulok war ausschließlich für den Transport vorgesehen und nicht, um beispielsweise einen Acker zu bearbeiten. Deswegen war auch serienmäßig immer eine gefederte Vorderachse bei den Albuloks verbaut. Das war bei den Ackerluftbuloks in den früheren Generationen auch so, aber spätestens ab 1937 fiel die gefederte Vorderachse in der Standardausstattung raus und konnte dann nur als Sonderwunsch gegen Aufpreis auch bestellt werden. Das ist ein D8531 von 1936 und es gibt noch ein paar Besonderheiten, die dann so ein Eilbullock gegenüber anderen Traktoren bzw. Bullocks aufweist. Die schauen wir uns einfach mal an. Jetzt war die gefederte Vorderachse zwar standardmäßig bei den Albuloks mit dabei, aber es gab auch etwas, was in Serie bei den Albuloks nicht mitgeliefert wurde, was aber die Acker- oder Ackerluftbuloks hatten. Und die Rede ist von der Riemenscheibe. Wir sehen hier einmal die Kupplungsseite beim Eiler und hier hinten an der Kupplung ist nur ein Flansch mit einzelnen Löchern, mit Bohrungen. Da konnte man dann bei Bedarf, wenn man denn eine Riemenscheibe wollte, diese bestellen gegen Aufpreis und dann bequem an den Flansch hier von der Kupplung auch anschrauben. Eingestiegen ist man über die Kotflügel, über diese Tritte und schon war man im Fahrgastraum und ihr seht schon, das Fahrzeug ist für zwei Personen ausgelegt, hat also eine Sitzbank, die gab es ungefedert oder gefedert, also ich meine jetzt nicht gepolstert, gepolstert waren beide Varianten, aber diese ist jetzt noch zusätzlich gefedert mit Stoßdämpfern, um einfach auch die Unebenheiten der Straßen noch besser abfangen zu können. Und dann gab es auch die doppelte Lenkradsicherung, also die doppelte Klaue, das war aber nicht nur bei den Eilern so, so wie wir das jetzt hier sehen, sondern das gab es auch bei Kombi- und Verkehrsbulldogs. Des Weiteren wurden solche Fahrzeuge auch oft mit einem Thermometer ausgestattet. Wenn man sich das mal anguckt, dann konnte man dann bequem, wenn der Motor zu heiß wurde, hier über die Kühlerjalousie dann auch die Motortemperatur regeln. Was die Eiler vornehmlich hatten, das waren Kilometerzähler, denn man musste sie auch ungefähr abrechnen können und dann musste man schon wissen, wie weit man gefahren ist. Anhand der Typenbezeichnung von den Albuloks konnte man schon ungefähr die Ausstattung auch sehen und auch das äußere Erscheinungsbild. Der D8531 ist ein Fahrzeug mit 35 PS und offenem Fahrerstand. Der D8539 ist ein 35 PS Bullock mit festem Fahrerstand, also Fahrerkabine. Und wenn jetzt hinten eine 38 stehen würde, dann wäre es ein Albulok mit Seilwinde gewesen. Und daran konnte man schon die Ausstattung sehen. Auch gab es Unterschiede zwischen Verkehrsbullock, Kombibullock und auch Eilbullock, wen das interessiert. Ich habe dazu schon mal ein Video gemacht, verlinke ich euch gerne in der Videobeschreibung. Nun, die Ausstattung konnte sich natürlich der Kunde auch aussuchen und wenn er etwas zubuchen wollte, dann war das gegen Aufpreis kein Problem. Beispielsweise die Druckluftbremsanlage. Aber das war Lanz nicht genug. Lanz wollte die ganzen Technologien, die sie hatten, in ein Fahrzeug vereinen. Ja, genau dieses Fahrzeug meine ich und die Rede ist vom Langen Eiler und ihr seht hier ein D8539 und dieses Fahrzeug stellt eine komplette Neukonstruktion dar. Es ist erst möglich geworden mit der Entwicklung des 55 PS starken Glühkopfmotors. Das war Ende 1936 und dieses Fahrzeug kam dann Ende 1936, Anfang 1937 auf den Markt. Auch das Getriebe war eine Neukonstruktion, besaß jetzt 5 Vorwärtsgänge, einen Rückwärtsgang. Die Geschwindigkeit war auch schneller als bei den anderen Eilbulldogs. Je nach Bereifung fuhr dieses Fahrzeug
Fahrzeug über 30 Stundenkilometer. Komfortabel war es auch, denn letztendlich sollte der Fahrer sehr bequem von einem Ort zum nächsten kommen. Die gefederte Sitzbank war natürlich standardmäßig mit dabei, genauso wie die Druckluftbremsanlage, denn so konnte man auch die neueste Technologie für die Anhänger auch verwenden und dann auch von A nach B sicher ankommen. Zudem wurde natürlich auch ein neues Gerät eingeführt, das kannte man bei Lanz vorher noch nicht. Statt dem Drehrichtungsanzeiger gab es jetzt bei dem Fahrzeug ein Drehzahlmesser und so konnte dann der Fahrer bequem ablesen, in welchem Drehzahlbereich sich der Motor befand. Und der Glühkopfmotor vorwärts wie rückwärts laufen kann, gab es hier auch einen roten Bereich und so konnte der Fahrer relativ schnell sehen, ob dann die Maschine auch verkehrt rumlief und man konnte handeln. Zudem gab es natürlich auch einen Kilometerzähler und einen Tacho. Und da konnte man sofort ablesen, wie schnell man dann auch unterwegs war. Und das war wirklich einzigartig im Hause Lanz. Die beiden Instrumente, die waren nur dann auch beim langen Eiler. Klar, die Druckluftbremsanlage, das, was man dann hatte, da gab es auch noch ein Doppelmanometer. Also dieses Armaturen oder die Armaturentafel vom langen Eiler war schon sehr automobilähnlich. Genauso wie der Einstieg, denn der erfolgte jetzt nicht mehr über die Kotflügel, sondern tatsächlich vor den Hinterrädern. Was es aber auch war oder gleich war mit den anderen Eilbuloks, das ist die Bezeichnung. Wie schon gesagt, das ist ein D2539. Wenn ich jetzt einen offenen Fahrerstand haben wollte, dann war es der D2531. Sollte das Fahrzeug eine Seilwinde besitzen, dann musste man einen D2538 bestellen. Die Eilbuloks. Antwort von Lanz zu den ganzen LKWs, denn man wollte an dem Transportwesen partizipieren, aber der Eilbulok hatte schon Vorteile gegenüber einem LKW. Der LKW war immer abhängig von dem Aufbau, den er hatte, was er transportieren könnte, beim Bulldog nicht. Und hier sieht man auch ganz schön in dem Prospekt, dem Bulldog ist es egal, was er transportiert, er musste einfach nur vor das zu transportierende Gut gespannt werden und schon ging der Transport los. Das war schon sicherlich ein Riesenvorteil gegenüber den LKWs, aber der Komfort von diesen Eilbuloks, der kostete auch Geld und Komfort kostet heute Geld, kostete damals auch Geld. Unser langer Eiler ging dann ab 10.000 Reichsmark los, das war in den 1930er Jahren. Damit war er teurer als ein Ackerluft-Bulldog zur damaligen Zeit und ein Ackerluft-Bulldog kostete schon so viel wie ein mittelgroßer Hof. Demzufolge waren natürlich auch die Stückzahl Erwartungen wahrscheinlich nicht erfüllt worden vom Hause Lanz, denn bis 1944 hat man von diesem Fahrzeug gerade mal 2415 Stück verkauft. Die meisten gingen ab 1941 ans Militär. Und so waren natürlich die Eilbuloks nicht gerade die günstigsten Fahrzeuge, die Lanz anbot. Und demzufolge war natürlich auch die Kundschaft wesentlich geringer als beispielsweise die der Acker- oder auch Ackerluft-Bulldogs. Zum Mythos der Eilbuloks haben meiner Meinung nach mehrere Faktoren eine Rolle gespielt. Eins ist sicherlich der Preis und die damit verbundene Stückzahl. Das heißt, die Fahrzeuge waren bei weitem nicht so oft zu sehen in den 1930er Jahren, wie wir uns das vielleicht heutzutage vorstellen. Es sei denn, es kam vielleicht mal ein Fuhrunternehmer vorbei oder ich hatte mir Kohlen bestellt und der Händler kam dann mit zu einem Fahrzeug und brachte mir dann die Waren. Oder aber im Zirkus, wenn dann der Schausteller einen Lanz Eilbulldog besaß. Zudem kam es dann natürlich auch auf den Komfort an. Es waren sehr komfortable Fahrzeuge, jetzt bezogen auf die Fahrzeuge, die damals am Markt waren. Auch wenn ich jetzt an die Acker- oder Ackerluftmaschinen denke, wobei die natürlich sehr komfortabel waren, bezogen darauf, wenn ich jetzt mit Tieren auch ein Feld bestelle. Und da kam es ja auch noch dazu, wenn jetzt so ein Ackerluft-Bulldog so viel kostete wie ein mittelgroßer Hof, da musste der Bauer selbst schon abwägen, lohnt sich das jetzt für mich, rechnet sich das für mich überhaupt, so ein Fahrzeug anzuschaffen für den Preis? Oder er hat einfach gesagt, nee, ich mache das so weiter wie bisher und ich mache das dann mit den Tieren und bestelle dann so mein Feld weiter. Gerade in den 1930er Jahren war es natürlich immer mehr auch im Kommen, die Landwirtschaft zu mechanisieren, aber es ist bei weitem noch nicht die Stückzahl abgesetzt worden, wie man sich das heute vielleicht vorstellen könnte, auch von den Ackerluftmaschinen oder auch gerade Eilbuloks. Und das hat meiner Meinung nach zur Legendenbildung der Eilbuloks beigetragen, diese Seltenheit und dann natürlich der Preis und der enorme
Komfort. Nichtsdestotrotz, die Albulox hat man gebaut, also die 25 bis 45 Liter, 45 PS, so ist es richtig, 45 PS Bulox, bis 1944. Den Langeiler hat man länger gebaut, von 45 bis 1954 wurden gerade mal von ihm 508 Stück verkauft. Es kam dann nach den Isle Bulldogs, also die 25 bis 45 PS Bulldogs, ab den 1950er Jahren sogenannte Verkehrsbulldogs. Die hatten dann beispielsweise auch solche Kilometerzähler drin, um dann ähnlich wie beispielsweise einen Betriebsstundenzähler zu sehen, naja, wie viel Kilometer hat jetzt das Fahrzeug schon auf der Uhr. Aber solche Kilometerzähler konnte man dann natürlich auch wahlweise, so war es ja auch bei Lanz üblich, auch für die Ackerluftmaschinen bestellen. Das war's für heute. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Lasst auch gerne ein Abo da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und bis dahin, macht cool dich. Tschüss.